Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play der Penumbra-Reihe. Und zwar dem Titel Nekrolog und danach werden wir noch Twilight of the Archaic, spricht man das aus? Ich weiß es nicht, spielen. Der Sound ist super laut gerade auf meinem Ohr, obwohl er später relativ leise werden wird. Wir wählen aber auf jeden Fall schon mal unser Profil, was ich hier angelegt habe. Das Ganze wird in Deutsch sein. Ihr werdet vielleicht die Stimme der Vertonung der ein oder andere von euch wiedererkennen, je nachdem, wie sehr ihr in der deutschen Let's Player-Szene unterwegs seid. Und ich bin gespannt, weil ich bin komplett nur gespoilert von diesem Teil. Der muss irgendwann rausgekommen sein, nachdem ich die ganzen Penumbra-Teile, wobei ich sagen würde, Requiem habe ich nie gesehen. Ja, weil dort wusste ich, dass ich diesen ganzen Rätselkram und sowas alles nicht. Dass er irgendwie danach rausgekommen ist, nachdem ich die Let's Plays bei anderen Channeln damals auch gesehen hatte. Aber das macht es vielleicht noch ein Stück spannender, das Ganze. Mal schauen, was hier auf uns wartet. Ich habe mit Absicht das Licht ein bisschen heller gestellt, weil das ja auch immer sehr schön nachdunkelt auf YouTube. Und ich hoffe, dass es dieses Mal nicht so krass der Fall sein wird. Wir können ja noch mal kurz in die Optionen gehen. Ja, 1,3 habe ich es nachgehellt, besser gesagt. Jetzt halt die Frage, mache ich es vielleicht doch noch ein Stück heller? Weil wenn ich es hier rechts drüben auf meinem Aufnahmemonitor sehe, sieht es auch schon recht dunkel aus. Vielleicht einen kleinen Fups. Mal gucken, was das irgendwie anrichten kann. Und ich würde sagen, starten wir in ein neues Spiel hinein. Ich habe nicht die Option, die Stimmen anzupassen von ihrer Lautstärke oder die Geräusche der Umgebung. Das läuft alles über die eine spielinterne Soundspur. Das heißt, ich kann jetzt leider nicht den Sprecher am Anfang lauter machen und später dann leiser. Ihr werdet gleich hören, dass da sehr viel Leveling quasi drin existiert mit unterschiedlichen, stark unterschiedlichen Lautstärken. Ja, und das müssen wir uns jetzt leider antun, da kann ich nichts dagegen machen. Also, liebe Leute, ich würde sagen, wir starten. Genau, jetzt randalieren natürlich meine Hasen. Und nur du entscheidest, was mit dieser Geschichte passieren soll. Um zu überprüfen, ob es die Raserei eines Verrückten ist oder das schreckliche Schicksal eines Freundes, eins, das du selbst deinem schlimmsten Feind nicht wünschen würdest. Jeder kann einen Schritt nach vorne planen. Aber das bedeutet nicht, dass alles so passiert, wie man es vorausgesagt hat. Ich war davon überzeugt, meinen Vater zu finden, alle seine Geheimnisse zu lernen, aber ich war zu spät. Mit meinen eigenen Händen habe ich alle meine Freunde getötet. Ich konnte sie nicht einmal treffen. Nur diese mysteriöse Stimme hat mich nie verlassen. Sie irritierte die ungeheilten Wunden meiner Seele. Doch endlich fand ich einen Weg, es zu zerstören, aber nicht mal dies löste mich von meinen Qualen. Der Turnguide ist der Grund für alles, was mit mir geschehen ist. Es zeigte mir seine Welt und fing an, mir zu vertrauen. Doch ich betrog es. Dies war nun ein weiterer meiner Fehler. Trotz all dieses Wahnsinns bin ich bei Verstand geblieben. Aber langsam bekomme ich das Gefühl, als würde ich trotzdem verrückt werden. Affe, bist du da? Ach, endlich bist du wach. Du bist vielleicht jetzt ein bisschen überrascht, dass ich hier in deinem Kopf bin. Affen gesagt, wenn ich etwas anderes tue als das, was du willst, ist es nicht, weil ich dich töten will. Ja, ich sag zwar immer noch, dass du dumm bist, weil du eine hirnlose Möbel bist.
Aber denk doch mal nach. Wenn ich dich töten wollte, würde ich es so leicht tun, wie ich es mit deinem verdammten Freund Swanson getan habe. Swanson. Vergiss nicht, dass ich in der Kontrolle deiner Sinne bin. Nun hör genau zu, ich habe es satt, in deinem verdammten Kopf zu sitzen. So ziehe ich es darauf vor, voranzukommen und nicht still zu sitzen. Nach dir, Affe. Ich hab... Ah ja, hier ist ja ducken, wenn ich meine Stummtaste drücke. Liebe Leute, ich würde mich mal ganz kurz um die Hasen kümmern, damit die jetzt nicht weiter randalieren, jetzt in dieser kurzen stummen Pause, in der ich mit euch reden kann. Und wir machen dann hier gleich sofort an der Stelle weiter. Ihr merkt diesen Schnitt hier gar nicht. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Ich war in der Zwischenzeit sogar recht produktiv, denn ich habe... Ruhe und Frieden, mein treuer Leuchtstab. Okay. Ja, der PC ringelt. Ich habe Kartoffeln ausgefrostet, beziehungsweise sind gerade im Ausfrostmodus in der Mikrowelle, weil ich ein Kartoffelbrot backen möchte. Und zusätzlich dazu noch habe ich eine Wäsche angesetzt. Ich will gerade noch nicht rangehen, weil ich ein bisschen Angst habe, dass das irgendwas auslöst. Deswegen gucken wir uns jetzt mal um. Ich mag nicht, dass es immer noch so schlierig ist hier unten. Seht ihr das so, dieser Blutfleck? Also je mehr es vom Zentrum des Bildes wegkommt, desto schwieriger wird es gerade. Das finde ich nicht so geil. Eventuell muss ich diesen Blur-Effekt rausmachen. Das ist auch nicht irgendeine Unschärfe, die ihr gerade nur seht. Sehe ich auch. Okay, erstmal eine Runde speichern, direkt nach Anfang des Spiels. Bin ich am Leben oder ist das hier ein weiterer Traum? Oh mein Gott. Ich bin so froh, dass du noch am Leben bist. Ich hatte einen ganzen Tag kein Wort von dir gehört. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Es tut mir leid, ich war gezwungen, meinen ehemaligen Standort zu verlassen. Das ist der Grund, warum wir uns bis jetzt auch noch nicht getroffen haben. Übrigens, es hat sich herausgestellt, dass ich nicht infiziert bin. Ich hatte dort eine Notiz hinterlassen. Es war so dumm von mir. Es tut mir leid. Und ja, eine Nachricht von der Hauptbasis kam gestern auf meinen Computer. Also auf den Computer, der in meiner Nähe ist. Es sieht so aus, als ob jemand eine Art Expedition zu uns gerufen hat und sie sollen angeblich gerade nach Überlebenden suchen. Sie senden ein Signal zu allen Computern in der Station, sodass Leute wie du und ich nicht die Hoffnung verlieren und sich schnell zu ihnen begeben. Also, ich hoffe wirklich, dass wir uns bald endlich treffen und dann werde ich dir den besten Kuss geben, den du in deinem Leben je hattest. Viel Glück und pass auf dich auf. Hab ich... Weißt du, deine Augen täuschen dich nicht. Ob du mir das glaubst oder nicht. Ja, ich habe ein bisschen mit dir gespielt. Aber nur ganz am Ende. Und hätte ich das von Anfang an gemacht, wären wir beide nicht hier. Was? Du hast mein Wort. Es ist mir ein großes Vergnügen, dir zuzusehen, wie du leidest und langsam deinen Verstand verlierst. Aber ich möchte nicht verschwinden, nur weil ihr dummen Affen keine Witze verstehen könnt. Ich wollte nämlich gerade sagen, hieß es nicht, ein Kalender vom letzten Jahr? Aber ich bin mir nicht sicher, welches Jahr wir haben. Haben wir die nicht mit der Kiste erschlagen, aber anscheinend hat er uns da verarscht. Wollte er uns jetzt das damit sagen? Habe ich das richtig geschnallt irgendwie? Okay, gucken wir mal, was sich hier alles so befindet. Einmal nichts. Übelst praktisch, dass man dagegen rennt und alle Schubfächer zugeben. War das schon immer so?
Wir wissen, hier funktioniert es nicht so gut, dass beim letzten Mal hinter den Büchern dieses eine Mittel war, was ich ewig gesucht habe. Ist eingestürzt. Okay. Gut. Nichts zu holen, keine Batterien, nix. Haben wir immer noch? Oh, uns geht's gar nicht gut. Ich verliere, guck mal hier in die Hände, die in der Tasche grabbeln, schön. Was war? Ich verliere Blut, aber es sollte, ich sollte okay sein. Okay, also knuspern war mal, falls wir irgendein Mittelchen finden, das. Auch eingestürzt, also. Ja. Nix dahinter. Ist in einem schlechten Moment gefallen, aber zumindest landet es nicht auf meinem Kopf. Ne? Machen wir den mal weg, nicht, dass er das blockiert. So. Nicht drin hier überall. Okay, der ist auch weg. Auch eingestürzt, sieht doch so aus. Hier unten. Mehr? Ja, es wäre schon was rausgefallen, wenn was drin wäre, denke ich. Ja? Ich denke schon. So, Stuhl machen wir mal beiseite. Egal, ist nix. Ist nur ein Vorratsraum. Ich erinnere mich nicht mehr so richtig an die Räumlichkeiten aus dem letzten Mal. Und mein Headset mal ein bisschen anders aufsetzen. Moment. Gut. Doch wirklich gar nichts hier zu finden haben. Nicht mal eine Batterie oder sonst was. Wir konnten auch keinen Schwierigkeitsgrad einstellen dieses Mal. Wie kann das sein? Er war weg. Okay. Gut, dann war das quasi nur für unseren Recap. Bevor wir in diese Alien-Gemeinschaft reingestoßen sind, sag ich mal. Zur Sicherheit, falls wir irgendwas verändert haben oder so. Ah, dann raus mit uns. Mein Kopf schmerzte noch immer. Woher kam Clarence? Lebt Amabel wirklich noch? Diese Fragen hingen in meinem Kopf fest. Es gibt aber eine Sache, die klar ist. Ich bin am Leben und habe eine Chance auf Erlösung. Ist das so klar? Oh, mein Spiel ist abgestürzt, Leute. Wir versuchen mal auf Antwort des Programms zu warten. Ansonsten, das habe ich übrigens auch schon gehört. Das für sich schließen. Das habe ich übrigens schon gehört, dass das sehr viele Probleme machen soll. Wir starten es mal. Versuchen an der Stelle weiterzuspielen, wo wir gerade waren. Ich habe ja Gott sei Dank kurz bevor wir durch die Tür gegangen sind, gerade eben gespeichert. So, fortfahren. Ja. Gucken muss man schnell, ob die Türen hier offen sind. Ja, okay, wir sind dort gewesen überall. Nicht, dass es irgendwas gebracht hätte. Daumen drücken, dass wir durchkommen. Oh, ich hoffe, dass wir jetzt nicht bei jeder Kacktür die Angst haben müssen, dass das Spiel abstürzt, ne? Dann wäre ich sauer und weiß ich nicht, ob ich da die Lust hätte, es durchzuspielen. Zumindest wahrscheinlich nicht auf Schlag, sondern Stück für Stück. Okay, wir sind da. So basierend auf dem Fakt, dass du infiziert bist und ich die vernünftigste Person hier bin, kann ich dir sicher sagen, dass ich die ganzen
in eurer Welt etwas verändern. Lass uns spielen. Du findest einen Weg ohne meine Hilfe und ich gebe dir einen Penny? Okay, da hinten rennt auf jeden Fall einer rum. Hier ist ein weiterer Korridor. Okay, wir sind aus der 3 gekommen, aus der Examination Area. Das heißt, theoretisch müssen wir uns hier lang halten. Also hier nach rechts abbiegen, dann aber das eine rechts nicht nehmen und dann die ganze Zeit rechts bleiben. Der ist da hinten, ne? Ja. Wir können aber auch... Ich glaube, das ist hier bei der Mauer durch. Und dann nach links. Der Strom britzelt. Eine Tür? Gar nicht gesehen. Ist auf jeden Fall auch was zum Sichern. Das Gute ist beim Dunkeln hier, ohne Kassette. Mal gucken, wo wir die reinbasteln können. Geht nicht an. Kann ich irgendwie... Ne? Das Gute ist hier gerade von der Dunkelheit her, dass dieses Blau ist. Das macht, dass man noch relativ viel erkennen kann. Das ist cool. Pfeift hier jemand? Mal gucken, ob hier so ein Lichtschein kommt oder so. Ne? Also wo immer das Pfeifen herkam, es kam zumindest nicht von hier. Es ist kaputt. Wie soll ich den Spiegel reparieren, wenn ich nicht mal meine Haare in den Griff kriege? Ich glaube, das ist unser kleinstes Problem hier gerade, ne? Okay, es sind wahrscheinlich immer nur die Rohre, die pfeifen, denke ich. Okay. Hier hinter dem Bild ist nichts, ne? Ich habe dieses Bild vorher schon mal gesehen. Ich frage mich, ob es noch mehr davon gibt. Ja, deswegen wollte ich es beiseite rücken, weil ich glaube, das war das Bild... ich muss mich ordentlich hinsetzen, Leute. Weil ich glaube, das war das Bild, wo der Gang dahinter war, wenn man es beiseite gemacht hat. Man kann nie zu oft speichern. Nach außen? Anscheinend. Mhm.
Okay. Ja. Ein großes Erdbeben-Dingsbums kurz. Das war nicht meine Maus. Hier was drin? Nee, noch. Glaub nicht. Müllsack. Wir hören Hundebellen. Weiß ich aber nicht, ob das einfach nur eine Angstmachung von uns sein soll oder ob die wirklich dort hinter der Mauer sind. Wie dem auch sei, liebe Leute, wir sind schon bei 20 Minuten angekommen an dieser Stelle. Deswegen würde ich gern mit euch eine Aufnahmepause machen. Und wir legen beim nächsten Mal wieder los. Also bis dann. Tschüss.